Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Tuning und zwar heute mit dem Schäfter V12, den 12-Zylinder davon. Mal gucken, was wir aus der Kiste dann Geiles rausholen. Ich finde die Karre so schon richtig geil, ich benutze sie auch im Online-Modus. Ja, ich habe die noch ein bisschen aufgemotzt und deswegen werde ich euch mal zeigen, was man aus der Karre Geiles noch machen kann. Weil da geht noch richtig was, finde ich. Ein richtig geiles Ding, S65 AMG-Feeling ist das dann. So. Benefactor Schäfter LVB mit langem Radstand sogar. Richtig geil die Karre. Also reparieren ist klaro. Panzerung, beste rein. Bremsen, auch die besten, ist ja klar. Stoßstange. So, er kann mit die Aero Frontstoßstange nehmen. Oder normal, wir nehmen Aero. Richtig geil. Heck, können wir leider nur ein Ding nehmen. Ist auch schon richtig fett. EMS-Verbesserung, klar. Auspuff, jetzt kommt, wir können die Endrohre nehmen, wie beim echten AMG. Die runden, die einzelnen oder diese hier, den Rennauspuff. Ich nehme am liebsten diesen Doppelrohrauspuff, finde ich richtig schick, richtig fett finde ich den. Motorhaube mit Einlass, Carbon, Carbon mit Einlass. Ich habe normal genommen mit Einlass, finde ich am schönsten. Hupe, also ja klar, nehme trotzdem diese fortlaufende, finde ich fast immer noch am besten zu der Kiste. Scheinwerfer, Xenon, klarer Fall. So, Neonanordnung, alles nehmen. Neonfarbe lassen wir auf, was habe ich genommen? Ich habe sie weiß gelassen, hat auch einen guten Grund, warum ich sie weiß gelassen habe. Dann nehmen wir gelb auf schwarz. Lackierung, jetzt kommt, ihr werdet schockiert sein, ich finde es sieht richtig geil aus bei dem Wagen. Und zwar das Frostweiß. Und zwar als Sekundärfarbe, auch klassisch, auch Frostweiß, finde ich richtig geil aus bei der Kiste. Sieht richtig, richtig fett aus, ich finde die Karre so schon richtig geil, ey. Das gibt gar nicht, wie geil ich die finde. Ein richtigen S65 AMG ist das. Ohne Witz, ey. Richtig geile Karre. Ausstattungsfarbe. Da können wir innen drin noch was Geiles auswählen. Und da habe ich genommen. Was war es nochmal? Nicht rot. Torino rot auch nicht. Das war. Was war denn das nochmal? Ich sehe es gleich. Pink war es auch nicht. Das war dieses Orange. Das finde ich auch richtig fett. So, jetzt Dach. Da können wir Carbon nehmen. Aber ich habe auch serienmäßig gelassen. Seitenverkleidung. Können wir hier unten Carbon-Seitenvergleich oder Tuning? Ich habe Tuning genommen. Spoiler. Da können wir entweder diesen hier nehmen. Den hier. Weil den habe ich im Online-Modus auch genommen. Finde ich auch richtig fett. Den hier, der ist auch okay, aber ich finde den persönlich am schönsten. So, Federung. Ganz klar, so tief wie es geht. Getriebe auch bestes rein. Turbo, besten Turbo. So, Reifen. Da habe ich eigentlich gar nicht geändert. Aber wir gucken uns den Spaß jetzt mal genau an, was hier Schönes für uns gibt. Und zwar würde ich empfehlen, der sieht richtig geil aus. Ich glaube, nehmen wir auch. So, was gibt's noch? Fenster, helles Rauchglas, das reicht schon. Und das war's auch schon mit dem Tunen hier erstmal. Jetzt lass mir die geile Kiste mal rausrollen. So, sieht doch richtig fett aus. Sodele. Und die hat auch einen Mörder-Sound, finde ich, diesen 12-Zylinder. Ich finde den so mördermäßig geil. So, guckt euch diese geile Kiste mal an. Da will man einfach Sex haben. Ohne Witz, da muss man keinen Sex haben, da will man Sex haben mit der geilen Karre. Ich finde, das ist das geilste Auto im Spiel momentan, meiner Meinung nach. Ich stehe halt einfach auf so Limousinen und das ist halt wie ein S65 AMG. Ohne Witz, ich finde die Karre so geil und dann mit langem Radstand. Und das hier ist sogar der lange. Ich dachte, ich hätte einen kurzen gemacht, aber ist wirklich der lange. Und dann sage ich mal, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, wie ihr die Karre findet. Ich finde die Karre einfach mega geil. Ganz ehrlich, das ist eines der geilsten Autos hier, finde ich. Ist auch der neue lange 12. richtig geil. Also, wie gesagt, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und auf jeden Fall ein Like, wenn euch dieses Video gefallen hat. Würde mich riesig freuen. Also, haut da rein. Ciao, Leute.